Dann rufe ich auf den Punkt 3, Nachwahl eines ordentlichen Mitglieds im Hauptausschuss. Mit Schreiben vom 6. Mai 2016 teilte der Kollege Dr. Arnold mit, dass er mit Ablauf des 17. Mai 2016 sein Amt als ordentliches Mitglied im Hauptausschuss niederlegt. Nach § 6 Absatz 2 unserer Geschäftsordnung werden die ordentlichen sowie alle stellvertretenden Mitglieder des Hauptausschusses durch den Hessischen Landtag gewählt. Mit der Ihnen vorliegenden Drucksache 19/3376 schlägt die Fraktion der CDU den Abg. Klaus-Peter Müller als ordentliches Mitglied im Hauptausschuss vor. Widerspricht einer, dass wir durch Handzeichen wählen? Das ist nicht der Fall. Wer dem Wahlvorschlag der CDU zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen, Enthaltungen, das war einstimmig. Damit ist der Kollege Klaus-Peter Müller als ordentliches Mitglied im Hauptausschuss gewählt. Dann rufe ich auf den Punkt 4. Ja, klatsche mal. Dann rufe ich auf Punkt 4. Nachwahl eines Mitglieds, eines stellvertretenden Mitglieds der Landespersonalkommission. Schreiben vom 6. Mai teilte die Fraktion der CDU mit, dass durch den Tod unseres Kollegen Günter Schork Nachwahlen der Landespersonalkommission erforderlich sind. Nach 99 des Hessischen Beamtengesetzes, zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. Februar 2016, wählt der Hessische Landtag 7 Mitglieder und 7 stellvertretende Mitglieder für die Landespersonalkommission nach den Grundsätzen der Verhältniswahl. Nach § 99 Absatz 2 des Hessischen Beamtengesetzes tritt der gewählte Stellvertreter für den Rest der Amtszeit an die Stelle des Mitglieds, sobald ein Mitglied vor Ablauf der Amtszeit aus der Landespersonalkommission ausscheidet. Abg. Hans-Jürgen Irmer teilte mit, dass er mit Ablauf des 17. Mai auf seine Mitgliedschaft in der Landespersonalkommission verzichtet. Wahlvorschlag der Fraktion der CDU liegt Ihnen vor. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht. Wird der Wahl durch Handaufzeichen widersprochen? Auch nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Wahlvorschlag zustimmt, bitte um das Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltungen? Bei Enthaltung der Fraktion DIE LINKE einstimmig. Damit ist der Abg. Joachim Feilmann als Mitglied sowie der Abg. Hans-Jürgen ehemals als Stellvertretungsmitglied in die Landespersonalkommission gewählt. Nächster Punkt ist Punkt 5. Nachwahl eines Mitglieds eines nachrückenden Mitglieds des Landesschuldenausschusses. § 7 des Gesetzes über Aufnahmeverwaltung von Schulden des Landes Hessen wählt der Hessische Landtag 3 Abgeordnete. Wir müssen durch den Tod unseres Kollegen Schork hier nachwählen. Abg. Jürgen Banzer teilte mit, dass er mit Ablauf des 17. Mai auf seine Mitgliedschaft im Landesschuldenausschuss verzichtet. Die Fraktion der CDU schlägt mit der Drucksache 19/3378 Herrn Abg. Dr. Walter Arnold als Mitglied sowie Herrn Abg. Jürgen Banzer als nachrückendes Mitglied vor. Weitere Vorschläge sehe ich nicht. Es widerspricht keiner der Wahl per Akklamation. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltung? Das war einstimmig. Damit ist der Abg. Dr. Walter Arnold als Mitglied sowie der Abg. Jürgen Banzer als nachrückendes Mitglied in den Landesschuldenausschuss gewählt.